Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und dann zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute packen wir mal ein großes Paket aus, ein Paket, was schon offen ist. Und warum das offen ist, das erzähle ich euch natürlich gern jetzt. Wie einige von euch mitbekommen haben, war ich in der letzten Woche mit meinem Kleinen ein paar Tage weg gewesen. Meine Frau musste arbeiten und so habe ich die Chance genutzt und habe mal einen kleinen Ausflug gemacht für ein paar Tage ins schöne Sachsen nach Annaberg-Buchholz und da habe ich mich mit jemandem getroffen, also nicht in Annaberg-Buchholz, aber in Sachsen, mit dem lieben Markus. Viele Grüße erstmal nochmal an dich, Markus, und vielen Dank für deine Gastfreundschaft in dieser wunderschönen ländlichen Gaststube. Ich weiß gar nicht, wie man da unten zu einer Gaststube sagt. Ein Wirtshaus höchstwahrscheinlich. Ein Wirtshaus, ganz genau. Gaststube, das klingt ja auch völlig falsch. Also, im Wirtshaus, vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür, es war ein schöner Abend. Ja, und der liebe Markus, der hat für mich den Kontakt hergestellt mit dem Philipp Feist von Selbstverständlich. Den meisten von euch wird sicherlich ein Begriff sein von der Firma Big Bait oder von Zanderkant. Und der hat mir ein großes Paket mitgegeben, was ich euch heute mal zeigen möchte. Und das hole ich jetzt mal ins Bild. Da ist es. Und das packen wir jetzt mal aus und schauen hier mal rein. Und ich würde auch sagen, wenn ich es nicht vergesse, habt auf jeden Fall die Chance, hier ein bisschen was zu gewinnen. Ich packe euch da ein schönes Paket zusammen. Und das bekommen wir sicherlich hin. Aber wie wir das machen, das versuche ich mir im Laufe des Videos zu überlegen. Das mache ich nicht gleich jetzt. Müsste halt noch ein bisschen dranbleiben und nicht ganz so viel zappen. Genau. Ach Mensch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt natürlich schon mal auf den Abo-Button drücken. Schadet auf jeden Fall nicht. Und dann starten wir hier auf jeden Fall mit einem Trucker Cap. Big Bait. Trust your tackle for the big ones. Ja, schönes Trucker Cap hier. Erstmal beiseite. So, was gibt es hier noch? Dann geht es hier selbstverständlich los mit dem Kauli aus der Zanderkant Range. Länge 12 cm. Greifer, soll dann wahrscheinlich hier Jig-Kopf sein. 3-0 sollen wir hier verwenden. Hier ist noch der Sebastian Hedel mit drauf. Da gab es ja irgendwann mal eine Trennung. Wieso, weshalb, warum, weiß ich nicht. Theoretisch kann es nur ums Geld oder um Frauen gegangen sein. Viele andere Sachen gibt es eigentlich nicht. aber jedenfalls macht der Philipp das jetzt hier alleine. Wenn er da irgendwas wissen wollt, dann bin ich auf jeden Fall der falsche Ansprechpartner, weil ich so Hintergrundinformationen überhaupt gar nicht einsammel oder auch nicht irgendwelche Videos gucke. Wenn ihr da was wissen wollt, empfehle ich euch auf jeden Fall meinen guten Kumpel Icy. Da seid ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden. Ansonsten sind wir hier bei der Farbe Sandmann, wenn ich das richtig sehe. Sandmann, genau, das ist der Zander-Kauli selbstverständlich hier. Also ein Zander-Gummi. Holen wir mal einen Freiwilligen raus hier. Da ist er. Der ist auf jeden Fall schon mal sehr weich. Das ist natürlich beim Zanderangeln auf jeden Fall von Vorteil, damit der Zander natürlich den schön falten kann. Ansonsten fällt mir hier gleich auf, dass der farbentechnisch unten dunkel und oben hell ist. Das macht man ja auch aus bestimmten Gründen. Normalerweise sind ja Fische eigentlich eher so rum, oben dunkel, unten hell. Also heller Bauch und dunkler Rücken. Aber wenn wir jetzt halt quasi den Fisch von den Farben her umdrehen, haben wir halt den Vorteil, dass der Fisch, der Zander jetzt natürlich in dem Fall eher weniger, weil der Zander natürlich ein Räuber ist, der sicherlich mehr am Grund beißt. Jedenfalls andere Zielfische, nehmen wir jetzt mal den Hecht oder den Barsch, hat man jetzt natürlich den Vorteil, dass man, wenn man gegen den dunklen Untergrund schaut, natürlich von oben jetzt hier so einen hellen Fisch deutlich besser sieht. Und andersrum ist es quasi identisch, wenn der Fisch von unten nach oben schaut, dann sieht er halt die dunkle Silhouette, so heißt es, deutlich besser wie eine helle Silhouette gegen den hellen Himmel, sag ich mal in Anführungsstrichen. Genau, ansonsten sehe ich hier noch ein paar aufgemalte kleine Flossen und ein Auge, was aufgemalt ist, kann also nicht rausfallen. Schönes großes Auge hier, so ein Aggressionspunkt oder so ein Zielpunkt oder sich, wie man es nennt. Ja, ansonsten, ja. Riechen tun die nach überhaupt gar nichts. Ja, steht noch nichts drauf. Aber schön weich sind sie auf jeden Fall. Boah. Und ja, sicherlich auch nicht UV-aktiv. Nö, ist er nicht. So. 12 cm, gute Zandergröße, würde ich sagen. Auch so die bevorzugte Größe, wenn ich denn mal auf Zanderangeln gehe, mit der ich eigentlich fange. Wobei ich auch aus diversen Unterhaltungen weiß, dass viele Leute gerne eigentlich größer auf Zander auch fischen. Jedenfalls, wenn sie den größeren Zander nachstellen wollen. So, packen wir mal wieder ein hier. Ich muss hier ein bisschen aufpassen mit meiner Verletzung. Wenn ich hier ein bisschen blöd langschrabe, dann blute ich hier gleich wieder alles voll. So, packen wir mal beiseite. So, dann geht's hier weiter. Ich greife einfach mal rein, ohne richtig zu gucken. Ich packe jetzt auch nicht jeden Gummifisch hier aus. Das ist jetzt hier Länge,
Was steht denn hier? Moment. 16 cm, kann man da unten leider nicht lesen, das ist genau zu. Farbe nennt sich Pinky, zwei Stück sind enthalten. Und das ist hier der Mega-Kaudi, Mega-Kaudi sicherlich, weil die Größe jetzt hier deutlich größer ist. Ist der denn V-Aktiv? Gucken wir mal. Ne, also vielleicht so ein bisschen, aber ne. Kaudi und Mega-Kaudi. So. Weiter geht's. Was haben wir hier? Oh, das sollte hier irgendwas mit Turtle sein. Turtle Green, auch wieder der Mega-Kaudi, also 16 cm, ganz genau, Turtle Green. Die Farbe konnte ich mir irgendwie merken, habe ich schon mal ein bisschen auf der Seite natürlich mal kurz geguckt vor ein paar Tagen. Und die Farbe ist mir auf jeden Fall hier im Gedächtnis geblieben. Auch ganz hübsch aus, oder? Ist der UV-aktiv? Mal rausfinden. Boah, der ist UV-aktiv. Ja, auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Dann geht es hier weiter mit... auch wieder den Mega-Kaudi, 16 cm in der Farbe Gold Glitter Silver. Ne, steht gar nichts drauf. Naja, also Gold Glitter Silver. Eine blöder Name. So, was haben wir noch? Ich greife einfach rein. Was kommt, wird gezeigt. Und zwar eine kleine Tacklebox. Oh, sowas mag ich ja. Oh, die ist aber ganz schön massiv. Wie geht denn das auf hier? Achso, einfach so. Das ist neue Samsung. Das ist Galaxy Flip. Oder kennt noch einer das Motor Razer? Ja? Schon ein bisschen geile Zeiten damals, oder? Aber das kennen wahrscheinlich die meisten von euch gar nicht mehr. Es waren noch Zeiten, wo Handys noch Tasten hatten und wo man noch 1200 Euro für ein Tastenhandy ausgegeben hat. Ach, frag nicht. Handyverträge haben noch, wenn man es schlecht angestellt hat, 200 Euro im Monat gekostet. Wilde Zeiten. SMS 39 Cent, MMS 79 Cent. Ach Gott, die Zeiten von Korea und... Ach, ich bin schon so alt, ich bin schon so alt. Naja, zurück zu dieser kleinen Tacklebox. Habe ich schon mal erklärt, warum das alles beschleckt hier drin? Nee, oder? Nein. So, also eine schöne Tacklebox hier. Verschiedene kleine Fächer selbstverständlich drin. Finde ich ganz geil. Ja, fühlt sich auch ziemlich hochwertig an. So ein schönes, dickes Plaste. Finde ich ganz cool. Ja, kann auch weg. Dann, oh, jetzt wird es ja was für die Hechtangler. Ui, guck mal. Der Raptor von Big Bait. Schöne Farbe. Real Perch Golden? Dirty Perch. So dreckig sieht er aber nicht aus. Na, guck mal, der guckt ein bisschen verschmitzt. Dirty Perch, 85 Gramm, 84 cm ist er lang. Big Bait GmbH am Schmelzbach, 79A in Wilkau. Oder Wildau. Wilkau. Wilkau Haslau. Nie gehört. Da packen wir mal einen aus hier. Gucken. Muss mal eine Nase nehmen hier. Okay. Der riecht nicht besonders geil. Das riecht hier auch wieder sehr nach diesen, ja, diesen typischen Gummifisch-Weichmacher-Geruch. Aber ansonsten ein ganz schöner Lappen hier, ne? Aber wer große Fische fangen will, der kann auch ruhig mal groß fischen. Ansonsten gefällt mir sehr gut, dass die nicht nur aufgemalt sind, sondern die sind auch so, so vertieft. Finde ich ganz geil. Hier auch noch das Raptor-Logo drin. Hinten Big Bait im Tail. Interessante Augen auch aufge... Ne, sind die geklebt? Ja doch, das sind Augen, die... also echte Augen. Ich wollte gerade sagen echte Augen. Also schon, schon Augen... Aber die sind auch so hinter naja, diesem Gummibumsdings irgendwas hier. Aber man merkt die richtig. Ja, die sehen ganz geil aus. Ja, schönes Ding. Sicherlich UV-aktiv. Schwupps. Ja, hinten am Tail auf jeden Fall. Und, oh, guck mal, das sieht schon ein bisschen geil aus. Schon ein bisschen hübsch. Schon ein bisschen hübsch. Schönes Ding. Ein schönes Ding. Und damit, schwupps. So, was haben wir noch? Ein Halstuch. Dann haben wir den Junior Kauli. 9 cm lang. Greifer 3.0 sollen wir verwenden. Was sollen wir eigentlich bei den 16ern verwenden hier? 6.0. Ein 6.0er Haken. Farbe steht nicht drauf.
Ja, also ein schöner kleiner hier. Einmal kurz zu V-Test. Nö, nö, nö. Oben so ein bisschen Glitter, unten so ein bisschen mit Purple. Finde ich auch ganz hübsch. Auch ganz hübsch. Auch ganz hübsch. Ui, oh, der sieht ja geil aus. Der sieht ja ein bisschen cool aus. Wie nennt der sich? Bloody Black. Auch 85 Gramm, 24 cm, selbstverständlich. Sehr hübsch. Brauche ich jetzt nicht auspacken, sonst wird das Video nachher 10 Stunden lang. Ein bisschen was ist noch drin im Karton. So, machen wir mal kurz den UV-Test hier. Ah, hier ums Auge rum. Auch ziemlich cool. Hier auch die ganzen Flecken. Der sieht auch richtig geil aus. Was ist denn los hier mit der Lampe? Hübsch. Sehr hübsch. Schön schwarz. Obwohl, ich packe den mal ganz kurz aus. Ich muss mal kurz was gucken. Ist mir jetzt bei den anderen gar nicht so aufgefallen. Muss mal kurz gucken. Doch, hat der auch hier. Hat hier oben auch so eine Struktur hier. Finde ich auch interessant, wofür das ist. Auch so noch nicht gesehen. Auch ziemlich cool, oder? Ziemlich cool. Der sieht echt geil aus. Hier unten nochmal so ein bisschen mit so einem, ja, Türkis, Metallic, irgendwas. Geil. Schon ein bisschen hübsch. So ein hübscher. So ein hübscher. Rein damit. Fertig? Fast. So, weiter geht's. So, und dann haben wir hier nochmal einen Junior Kaoli in. Na, eine Farbe, die wahrscheinlich wieder nicht draufsteht. Nö. Irgendwas mit Real Green. Irgendwas. Dann haben wir einen Quick In Snap, also zum Schnellverbinden sozusagen. In 25 mm 53 Kilogramm Tragkraft. 10 Stück sind enthalten. Gucken wir uns mal einen an. Oder auch zwei. Nö, einer reicht. Genau, also den knoten wir hier an. Ans untere Ende. Ersetzt quasi einen normalen Snap. Und hier hängen wir dann nachher quasi durch eine stylische Drehbewegung, hängen wir dann nachher hier unseren Bait einfach ein. Nutze ich den kleinen tatsächlich auch ab und zu, finde ich ganz cool. Macht sich auch besser mit kalten Fingern, muss man nicht unbedingt dann sich ein abbrechen und mit den Fingernägeln da an den Snaps rumfuhrwerken. Gerade mit kalten Fingern, je größer die Snaps halt werden, desto schwieriger wird es halt, weil man natürlich ganz schön viel Druck aufbauen muss. Und je kleiner die Snaps werden, desto beschissener wird es auch, weil man dann halt mit den steifen Fingern das sehr schwer gegriffen kriegt. Also hat beides seine Nach- und Nachteile. Ach, klingt das doof. Naja, ich weiß schon, wie ich das meine. So, weiter geht's. Dann haben wir noch so einen großen, auch in einer schicken Farbe. Unten so schön goldig, oben mit einem schönen Schuppenmuster. Farbe heißt Gold Nature. Auch ganz hübsch. Ein Vortest. Macht er. Nein. Nein. Nein, Sir. Nicht so aktiv. Aber ziemlich hübsch. So. Eine Box in etwas größer. So, hier. Ah, hier mit extra Stegen drin. Ja, zum Verstellen hier. Passt jetzt natürlich nicht richtig, sonst müssen wir das da jetzt abknipsen. Auch schön. Die fühlen sich echt geil an. So richtig schön, ich sag mal, massiv. Das ist das richtige Wort. Ja, klappen auch so den letzten Rest quasi zusammen. Finde ich ganz geil. So, was haben wir noch? Wir haben den Nachtläufer, nicht den Nachläufer, sondern den Nachtläufer in 22 Gramm, 12,5 cm Floating Gürkchen nennt sich die Farbe und der läuft 0,5 bis 1,5 Meter tief. Also selbstverständlich hier ein Zizza Zanderwobbler in einer tollen Farbe.
So, weite Würfeln durch ein Longcast-System mit einem federgelagerten Tungstengewicht. Ein federgelagertes Tungstengewicht? Das klingt auf jeden Fall ganz schön wild. Passt perfekt in das Beuteschema der Zander durch seine schlanke Form. Spricht Zander besser an durch seine Rolling Action. Mehr Bisse in Gewässer mit Angeldruck durch eine geräuschlose Konstruktion. Verrückt. Schauen wir uns gleich mal an. Auch diese typische Zander-Wobbler-Form in Anführungsstrichen kennen wir ja auch beispielsweise hier vom Nightfight und solchen Sachen. Schon öfter gesehen, so eine Form, ne? So, ja, wie nennt man die? Nennt man die Zigarrenform? Aber eigentlich eine Zigarre ist ja nicht so hochrückig. Naja, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Ansonsten hier nochmal mit Big Bait Logo. Schön. Auch von der Lackierung her gefällt mir das hier sehr gut. Ne? Diesen Farbverlauf. Eine klitzekleine Tauchschaufel vorne dran. So, der sollte jetzt silent sein. Ja, einzige, was klappert, ist vorne der kleine Ring. Und sicherlich schön UV aktiv. Und los. Also ganz hübsch. Sehr schön. Really nice. Ja. Sehr schön. Gar nicht mal so gut einzupacken hier. Na, mach ich später. So, wir wollen ja fertig werden. Dann haben wir noch einen Nachtläufer. Farbe nennt sich Phantom. Auch ganz geil, oder? Da leuchtet hier bestimmt. Ja, sehr cool. Sehr cool. Ja. Erinnert mich ein bisschen an Jurassic Park 3. Licht wieder an. Was haben wir noch? Wir haben ein paar, wie Handy, nennen die sich? Einfach nur Screw. Okay, heißen nur Screw. Drehen wir vorne quasi in ein Big Bait rein, haben hier die Möglichkeit, Gewichte rauf zu, ich sag mal, aufzufädeln, aufzustapeln, um dann natürlich den Köder zu beschweren, wenn wir mal tiefer fischen wollen. Tatsächlich ist es bei so großen Big Baits oft gar nicht mehr nötig. Die kann man auch so sehr gut schmeißen. Kommt natürlich immer noch darauf an, wie tief man fischen möchte. Aber die wiegen halt mit, was wiegt der jetzt hier? 83 Gramm? 85 Gramm natürlich schon so viel, dass man die auch so schon ganz gut werfen kann. Ne? Ganz genau. Ansonsten drehen wir die natürlich vorne rein. Hier unten haben wir die Möglichkeit, unser Hakensystem zu befestigen. Also natürlich ein Stinger, der dann natürlich auch, sagt man da auch Stinger? Oder ein Shallow Rig sozusagen. Also vorne noch ein Drilling und einen noch weiter hinten. Na klar, bei so einem großen Köder brauchen wir das selbstverständlich. Und dann läuft das auf jeden Fall. Also muss natürlich umgedreht sein. Kriege ich jetzt hier nicht hin. Das zeigt die kleine Öse hier nach oben, muss natürlich nach unten zeigen. Ja. So. Dann haben wir nochmal den Nachtläufer in Nachtschatten. Da hat wohl jemand zu viel Dragons geguckt. Genau, 22 Gramm, 12,5 cm Floating, selbstverständlich. 0,5 bis 1,5 Meter Lauftiefe. Die packe ich mal aus hier. Der sieht auch ganz geil aus, so ein bisschen mit Brown. Denn ihr wisst ja alle, bist du Brown, kriegst du Frown. So, einmal aus. Und nicht UV aktiv, aber ansonsten sehr geil. Ansonsten sehr geil. Dunkle Köder sind ja auch in den letzten Jahren, finde ich, erst in Mode gekommen. Ne? Ich meine, ein paar Jahre packe ich ja nur schon Sachen aus. Aber so richtig viele dunkle Köder hat man erst in den letzten ein, zwei Jahren, finde ich, so wahrgenommen. Oder ich jedenfalls, sagen wir es mal so. Ja. Auch hier wieder von unten schön dunkel. Ziemlich cool. Hübsch. Ja, so ein leichter Braunton. Auch ganz geil. So. Packe ich auch später ein. Dann haben wir nochmal den Junior-Cody. Ich wollte gerade Baby-Cody sagen. Junior-Cody in 7 cm Hakengröße 3 oder Jig-Größe 3 sollen wir hier verwenden. Ja. Licht aus, Spot an. Nö, nicht voraktiv. So, was haben wir hier? Hier haben wir den 12 cm, also den normalen Kauli in der Farbe. Steht nicht drauf. Schöne V-Aktiv. Brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht überprüfen. Machen wir aber der Vollständigkeit halber. Da sieht man es schon. Ja. Ganz cool ist natürlich hier, dass das Auge nicht abfallen kann. Das ist einfach aufgemalt.
Ja, auf jeden Fall auch ein Vorteil. Da haben wir noch einen großen Kollegen hier. Nochmal den Raptor. Also eindeutig die Farbe. Theoretisch sollte sie Hot Olive heißen. Okay, sie heißt einfach Smelt. Ach, verdammt. Na gut. Also in der Farbe Smelt selbstverständlich 24 cm und 85 Gramm. V-aktiv. Selbstverständlich. Der hat sogar ein Nasenloch, sehe ich hier gerade. Seht ihr das? So. Mensch, geht immer noch weiter hier. So. Haben wir nochmal einen Kauli. Kauli 12 cm Hakengröße 3 zu verwenden. Rauchglitter. Rauchglitter. Klingt ein bisschen wie ein Ort. Hey, wo kommst du nur her? Ich komme aus Rauchglitter. Jetzt Servus. Ja, aber passt ja irgendwie. Rauch und Glitter. Ja, unten wieder dunkel, oben wieder ein bisschen heller. Zieht sich so ein bisschen durch bei den Gummifischen, ne? Machen die wahrscheinlich extra so. Außer jetzt bei dem natürlich, aber ansonsten. Ja, unten dunkel, oben ein bisschen heller. Auch ganz geil. So, schöne natürliche Farbe. Wollen wir noch was? Wir haben noch was. Wir haben nochmal einen Nachtläufer in der Farbe Pinky. Der sieht doch gar nicht pink aus, oder? Pinky. Nö, also so richtig. So richtig pink sieht der jetzt hier nicht aus. Hat doch so einen ganz kleinen, da hat er so einen ganz kleinen Streifen. Also lackiert sind die geil. Muss ich schon sagen, aussehen tun die ziemlich cool. UV-aktiv ist er nicht. Aber aua, die Übergänge gefallen mir schon sehr gut. Muss man schon sagen. Hübsch. Hübsch, hübsch, hübsch. Kann ich auch nachher wieder ein. Gibt's noch? Es gibt noch ein paar Gewichte. Lead Weight, also Bleigewichte. So, was haben wir denn hier? 15 Gramm, 4 Stück. 15 Gramm, 4 Stück. Das sind natürlich genau die Gewichte, die ich meinte, die man hier rüber machen kann. Wie viel passen dann da rüber? Bestimmt 2, oder? Können wir dann quasi damit beschweren. Können wir uns dann drüber beschweren. Ja, genau. So, da kommt natürlich noch eins dann rüber, quasi. Also kann man machen. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir dann auch, ja. Nee, das passt nicht. Oh, das ist ja doof. Das ist natürlich jetzt nicht so schön hier. Okay, also dann würde vielleicht noch so ein Zehner raufpassen, maximal. Na, wir müssen natürlich unbedingt noch vorne unseren Snap einhängen können. Ja. Okay, also passt nur eins drauf. Nur 15 Gramm. Naja. So. Wenn man da natürlich konsequent oder konsequenter wäre, dann könnte man die natürlich auch aus Tungsten anbieten. Ne, einfach aus ja, Umweltschutzgründen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber ist natürlich auch eine Preisfrage, ne? Und beim Big Bait Angeln, sag ich mal, ist natürlich auch die Größe nicht unbedingt entscheidend. Wir werden ja, wenn wir Tungsten halt verwenden, im Gegensatz zu Blei, bei gleichem Gewicht natürlich deutlich kleiner. Ich kann euch da auch mal fix ein Beispiel zeigen. Muss mal gucken, hier. Genau, das sind jetzt hier zwei Würfel. Der eine ist aus Wolfram und der andere ist aus Plumbum, also aus Blei. Ja. So, Kantenlänge 1x1 cm. Wir jetzt mal easy hier mal aufpacken. Mal so machen, dass man auch die Waage sieht, Lemmy. Perfekt. So, dann haben wir jetzt hier den Bleiwürfel. Der wiegt ungefähr 12 Gramm. Und der vergleichbare Tungstenwürfel wiegt 19 Gramm. Also ungefähr 7 Gramm mehr. Das stimmt jetzt nicht ganz. Meine Waage ist nicht ganz so gut. Es ist aber tatsächlich ungefähr fast das Doppelte, was Tungsten bei gleicher Größe wiegt. Ja. Hat einfach was mit der Dichte zu tun. Ja, und da sieht man mal einfach den Unterschied, wie viel mehr das halt ist. Und wenn man sich jetzt mal so eine Dings hier vorstellen würde, wie viel kleiner. Ah! Ah, verdammt! Oh, oh Gott! Ach, verdammt, ey.
wie viel kleiner die wäre, wenn die aus Wolfram wäre, ne? Jetzt muss ich mal ganz kurz mir ein Taschentuch holen. Das blutet nämlich gerade wie Sau. Bin gleich wieder da. So Leute, da bin ich wieder. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber es hat wirklich ganz schön doll geblutet. Eine ungünstige Stelle auf jeden Fall da oben. Aber ja, kann man nichts machen, ist halt irgendwie fast live. Naja. So, dann der nächste in der Runde. Nochmal ein Raptor. Auch eine richtig schöne Farbe. Oben ganz dunkles Grün, dann so ein bisschen helleres Grün und unten dann so ein bisschen silbrig. Ja, wieder auch dieses schöne Auge. Finde ich ganz geil. Cucumber. Cucumber ist übrigens Englisch für Gurke. Gurke. Ja, passt auf jeden Fall. Sieht ganz geil aus. So, Licht aus. Schwupps. Spot an. Schwupps. Und da sehen wir schon einen wunderschönen Streifen, der UV-aktiv ist. In einem schönen Grünton. Ganz geil. Also auch eine schöne Farbe. Cucumber. So, was noch? Weiter, dann haben wir noch mal ein paar Snaps. Ich glaube, ein bisschen kleiner wie die letzten, wo immer die auch liegen. Ist auch egal. Jedenfalls mit 28 Kilo. Ich meine, mich erinnern zu können, dass die anderen irgendwas mit 50 Kilo hatten. 22 mm und 10 Stück sind hier auf jeden Fall enthalten. Dann ein paar Jigköpfe. Greifer nennen die sich selbstverständlich mit Baitholder. Könnte vielleicht heißen, dass es auch welche gibt ohne. Vielleicht fürs Barschangeln oder so, weiß ich nicht. Hakengröße 3 oder sagt man 3-0er? Ich bin mir mal nicht sicher. Da gibt es ja auch Unterschiede. Aber jedenfalls sind das hier 12 Gramm. 12 Gramm. Die sehen gar nicht so groß aus für 12 Gramm. Naja, wird schon stimmen. Brauchen wir noch. Geht noch weiter. Dann haben wir hier noch welche in der Größe 6, also quasi für den Kauli in 16 cm. Und der ist hier für den Kauli nur Kauli? Ich glaube schon, oder? Warte mal, Moment. Das war hier der normale Kauli. Da sollen wir einen 3-0er nehmen. Das ist der, genau. Und bei dem sollen wir auch einen 3-0er nehmen. Das ist auf jeden Fall ganz schön wild hier. Das wäre ich ja mal ein bisschen wild hier. Okay, das könnte theoretisch sogar noch gehen. Aber okay, bei dem kann man natürlich hier auch schon wieder mit einem Stinger arbeiten. Muss man beim Zander angeln, aber nicht immer oder theoretisch nicht, weil der Zander natürlich eher den Köder faltet. Und da ist es auch fast besser, wenn der Jig auch ein bisschen weiter vorne im Fisch rauskommt. Also geht theoretisch auch so, wie es ist. Genau, und der 6-0 auf jeden Fall für den Mega-Kauli, wie ist er? Genau, für den Mega-Kauli. So, was gibt's noch? Nochmal eine Screw-In. Angel Screw. Ah, okay. Ah, ja, okay. Verstehe, verstehe. Moment, packe ich aus, erkläre ich. Versuche ich jedenfalls. Vielleicht erkläre ich es auch falsch. So, genau. Sehen wir jetzt hier schon den Unterschied, dass bei der einen selbstverständlich, bei der Angel Screw in dem Falle, das Gewicht weiter nach oben kommt. Oder nach unten? Ne, nach oben. Selbstverständlich nach oben. Das wird sicherlich das Laufverhalten verändern. Wenn wir dann halt weiter unten fischen wollen oder halt vielleicht beim Schleppen oder sowas, dann wird das sicherlich dafür sein. Würde ich einfach mal so schätzen. Nicht, dass es so nicht auch funktioniert, aber so wird es wahrscheinlich für den Köderlauf sicherlich eine Rolle spielen. Vielleicht stimmt es aber nicht. Aber vielleicht stimmt es auch. Kann sein. So, haben wir noch was? Ja, wir haben noch was. Und zwar haben wir noch ein paar Snaps. Und zwar Quick-In-Snap in ziemlich klein, 15 mm, 12 Kilogramm Tragkraft, 10 Stück sind enthalten. Und das ist hier so Richtung Barschangeln. Auf jeden Fall. Wobei 12 Kilo natürlich für die meisten Hechte, die ich so fange, ausreichen würde. Ja. Was haben wir noch? Eine Measure Mat. Das war erstmal alles soweit. So, Measure Mat. Die sieht auf jeden Fall auch ganz schön stabil aus. Wie geht die denn auf hier? Selbstverständlich falsch rum. Wie sollte es anders sein? So, 10 cm, 20 cm. Und für mich wäre dann theoretisch hier auch Schluss. Viel größer braucht meine auch nicht sein. Ich könnte auch ein Brett mitnehmen, wo das auch aufgemalt ist. Ja, auf jeden Fall hier nochmal ein geiles Measure Mat. Und auch beim Ende hier, ich zeige es bloß mal so,
auch nochmal mit einem festen Alu-Teil, dass wir das auch schön gerade hinlegen können, damit auch das hinten nicht irgendwie rumflattert so doll. Also sehr cool gemacht, würde ich sagen. So, ihr Süßen. Nachdem ihr jetzt den Schock verdaut habt, dass ich fast meinen Stinkefinger hier verloren hätte vor der Kamera und vor euren Augen, verlose ich jetzt auf jeden Fall hier noch ein bisschen was. Und zwar schreibt ihr mir, was schreibt ihr mir denn in die Kommentare? Also auf jeden Fall wäre es geil, wenn ihr ein Abo da lasst und vielleicht kommentiert. Das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung dafür. Das Kommentieren, dass ich auch von euch einen Gewinner auslosen kann. Und dann schreibt ihr mir einen Kommentar, beginnt mit dem Hashtag, welches Hashtag? Na, einfach Hashtag BigBait. Wir machen einfach Hashtag BigBait. Schreibt er mir einen Kommentar und dann nehmt ihr auch schon an der Verlosung teil. Heute ist der, ich muss mal kurz auf meine Uhr gucken, heute ist hier der 17. Stimmt das? Oder habe ich die irgendwann nicht nachgestellt? Moment, ich gucke mal aufs Handy. Ja, 17, stimmt. Okay, heute ist der 17. Dann habt ihr jetzt ungefähr 2 Wochen Zeit und zwar wird am 1. selbstverständlich der Lure Drop von Hecht und Barsch für den Monat März sicherlich online kommen oder am 2. oder sowas. Jedenfalls im Video zum Lure Drop des Monats März werde ich dann den Gewinner bekannt geben. Ich packe euch ein schönes Paket zusammen hier draus oder dir packe ich ein schönes Paket zusammen, wer auch immer gewinnt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid wegen der kleinen Unterbrechung und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Produkte findet und was euch vielleicht noch fehlt. Auf jeden Fall muss noch Fleischerband auf die Seite. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Euch wünsche ich einen richtig tollen Sonntag und macht's gut, bis dann. Euer Lemmy.